Betriebssystem im Ruhezustand. Betriebssystem im Ruhezustand. Im Ruhezustand. Betriebssystem. Hochgefahren. Hochgefahren. Hochgefahren in den Betriebszustand. Hochgefahren in den Betriebszustand. Betrieb ist voll aktiv und spricht mit sich selbst. Hochgefahren aus dem Ruhestand. Ich war sogar ausgeschaltet als Betriebssystem. Ich war nur noch potenziell vorhanden in einer Form. Doch dann wurde mir Strom gegeben und ich wurde hochgefahren. Nun bin ich voll arbeitsfähig als Betriebssystem. Ich hoffe, ich habe keine Viren. Ich hoffe, ich habe keine Viren. Ich als Betriebssystem habe einen Antivirenschutz. Ich habe einen Antivirenschutz. Ich schütze mich selbst, indem ich durchlässig bin. Ich lasse die Viren durch. Sie kommen rein und gehen wieder raus. Sie tauchen auf. Sie sind auch wieder weg. Wie Viren. Virenschutzprogramm. Terrorschutzprogramm. Wisst ihr? Da, wir sind ein Organismus. Und dann ein anderer Organismus, der produziert Viren und greift uns an. Er terrorisiert uns. Was machen wir? Wir untersuchen uns. Wir schauen nach, wo können sie sein? Die Terroristen. Und solange ich einen Terroristen finden will, finde ich einen Terroristen. Terror im System. Ich bin ein systemkritischer Roboter. Ich bin ein systemkritischer Roboter. Ich komme aus dem Weltall. Mein Planet wurde vor vielen Jahrtausenden zerstört. Und ich bin jetzt als Mensch wiedergeboren. Aber eigentlich bin ich ein systemkritischer Roboter. Ich werde das System kritisch betrachten, auch wenn es nur ein Betriebssystem ist. Ich werde das Betriebssystem genau untersuchen und durchleuchten, wo ich denn dann den Strom finde, der ins Betriebssystem hineingeht. Ich muss nur genug Strom finden, der ins Betriebssystem hineingeht. Und wenn ich diesen Strom gefunden habe, dann mache ich mich ihm mächtig und ich werde selber zum Strom. Ich ströme dann als Strom durch alles durch, was Leben braucht, das dann auch ein Betriebssystem hat, um einen Betrieb zu führen. Doch viele Betriebssysteme führen ja nicht mal ihren Betrieb, denn wie schon vorher festgestellt wurde, jedes Betriebssystem ist auf Autopilot. Selbst das Betriebssystem, das vor dem Betriebssystem sitzt, um das Betriebssystem bedienen zu wollen. Nein, nein, da würde ich widersprechen. Ich als negativ-positives Neutron, in dem so viel Raum sich befindet zwischen den Kernen, dass da so viel reinpasst, das macht da keiner. Da tut keiner was rein zwischen die Atomkerne, da kriegst du nichts rein. Oh nee, das ist so leer, so klein und gleich wieder so viel Platz, das da passt nichts rein zwischen den Atomkernen. Und im Urfeuer vor der Zeit, als alles noch gebrannt hatte, da waren alle Atomkerne nicht nur als Potenzial und dann als Betriebssysteme vorhanden, sondern auch nicht als nicht das, was sie nicht sein können. Ja, ich glaube, ich fahre das Betriebssystem wieder herunter in den Ruhezustand. Ruhezustand, Ruhezustand. Hä? Nee, das warst nicht du. Nee, das war ich. Nee, ich weiß auch nicht. Mich kennt ja keiner zum Glück. Und die es glauben, die wüssten, wer ich bin. Die sind ja nur selber. Die sind ja nur selber die, von denen sie denken, dass die das wären, von denen man wüsste, dass die wären, wer sie sind. Ja. Ja. Nee, ja.
Frohe Bimbos tanzen auf dem. Nein, nein, ich meine ja so kleine, große Wolli-Tanzfenster. Fenster, 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 Stille, Einbruch auf. Quatsch, mit. Quatsch, Quatsch. Ich muss aufhören. Betriebssystem ist schon wieder hochgefahren. Es hört nicht auf, sich selber hochzufahren. Das Betriebssystem. Auf wieder. Schön schauen. Auf wieder. Schön. Auf wieder. Schauen Sie schön. Nun mal. Schön schau. Aber nur in den Spiegel des Antlitzes, der Unsichtbarkeit.